So, jetzt sind wir wieder online und diesmal reden wir nicht über Trauma, na, das stimmt nicht. Es kommt auch Trauma wahrscheinlich vor, aber in einer anderen Weise. Und Genau. zwar ist es jetzt mal ein bisschen umgekehrt, sonst habe ich ja immer begeistert Werbung für deine Arbeit gemacht. Und jetzt. Jetzt kann ich nicht mal richtig Werbung für deine Arbeit machen, weil ich noch viel zu wenig darüber weiß. Aber dieser Gesprächsbeitrag wird dann hoffentlich genau dazu führen, dass deine Arbeit Ja. bekannter wird und dass Menschen deine Programme sich, naja, damit lernen können, auf eine ganz spezielle Ja. Art. Und ich bin sehr neugierig, was du erzählen wirst, denn man weiß zwar, dass es so Birkenbiel-Methoden gibt und dass es irgendwie ziemlich out ist, einfach stumpf Vokabeln abzupauken, aber wie eine Alternative aussieht, davon weiß ich recht wenig und ich glaube, dass ich da in großer schlechter Gesellschaft bin. Das wissen bestimmt ganz viele Menschen, ich Bestimmt wieder. in guter Gesellschaft. In guter Gesellschaft, bestimmt. Ja, also was ich dir ja auch gerne angedeihen lassen möchte und anderen Menschen eben auch, ist eine 21-Tage-Klangkur für die englische Sprache. Das Und klingt so schön. Klangkur ja, hört sich eine Klangkur. Und zwar ist das für mich so, dass der Eingang in die Sprache mit dem Klang beginnt. Wenn wir gezeugt werden und dann im Mutterleib sind, dann durchwabert uns ja schon die Muttersprache, denn unsere Mutter spricht und die Vibrationen von der Muttersprache und von der Umgebung gehen schon durch uns durch. Wir sind ja fast nur Flüssigkeit und Flüssigkeit transportiert ja Klang sehr gut. Und als erstes, ich bin jetzt kein Embryologe, aber ich weiß, dass sich als erstes der Tastsinn ausbildet und dann kommt der Hörsinn. Und mit 24 Monaten kann das ungeborene Kind schon perfekt hören. Also Cool. das beginnt, ich habe das vergessen, ich bin nicht gut mit Zahlen, aber es geht entweder in der sechsten oder neunten Woche spätestens los damit, dass wir anfangen zu hören. Und ich finde es spannend, dass Tastsinn und Hörsinn verbunden So sind. früh sind, ne? Und Ja, als so erstes. früh und dass sie verbunden sind. Also tatsächlich hören wir mit dem ganzen Körper. Das wird auch sehr schön besprochen und erklärt von Evelyn Glennie. Das ist eine weltbeste Perkussionistin, die taub ist. Und sie hört mit dem Körper. Sie hat gelernt, mit dem Körper zu hören. Und sie hat einen wunderschönen, es gibt eine wunderschöne Dokumentarserie über sie, die heißt Touch the Sound, berühr den Klang. Das verlinken wir, oder? Ja, das können wir machen. Ja. Also ich finde es wirklich einen ganz, ganz wunderschönen Film. Und als ich den gesehen habe, da habe ich gemerkt, ja, das hat ganz viel mit meinem Unterricht zu tun. Und ich habe aus Versehen im Jahr 2000 angefangen zu unterrichten. Ich wollte nie unterrichten und irgendwie ist das so passiert. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir ganz große Freude macht, meine Leidenschaft zu teilen. Und dann ich habe selber Englisch mal gehasst und war sehr schlecht. Habe dann durch einen begnadeten Englischlehrer, der gar nicht kuschelig war, aber einfach nur interessiert, einen Zugang zu Englisch bekommen und habe dann durch Lesen und Hören Englisch gelernt. Und bin dann ins Unterrichten gestolpert an einer Volkshochschule, einer Grundschule, privat und an der Uni und an anderen Institutionen auch. Und dann habe ich so gemerkt, ich sehe Probleme, ich weiß, wenn was richtig oder falsch ist, aber ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wie ich es vermittle. Und ich musste auch unter anderem Schreiben unterrichten und die Leute konnten das nicht. Und dann sollte ich Grammatik unterrichten und da gab es gar kein schönes Material, was mein Herz erfreut hat und mir hat Englisch so viel Spaß gemacht. Und dann bin ich irgendwie da so reingekommen, dass ich so Schritt für Schritt die Sachen erobert habe, damit ich erklären konnte, was ich so schön fand und erklären konnte, warum irgendwas falsch oder richtig ist. Und dann habe ich gemerkt, dass es ganz tolle, einfache Strukturen gibt, die man verstehen kann. Also, dass es eine Klangarchitektur und eine Strukturarchitektur zu verstehen gibt. Und wenn man die versteht, dann ist das Vokabellernen was ganz anderes und dann werden so die Kanäle geöffnet. Und dann kann man wieder intuitiv lernen. Also eigentlich klingt das ziemlich kompliziert, was du erzählst. Ich frage mich gerade, ob es da nicht vielleicht doch einfacher ist, stur Vokabeln zu lernen. Das fragt jetzt so der Skeptiker in mir, weil mir ist klar, Ja. dass es nicht einfacher ist. Aber wenn du so schön sprichst von Klangarchitektur und Ja, Struktur. das ist sehr pompös. Ich danke dir, dass du mich da stoppst. Das ist die Blindheit der Nerds, ne? Also ich habe es tatsächlich in Babyschritte runtergebrochen und meine Klangkur sieht so aus, dass ich den Menschen, die Lust haben mitzumachen, sozusagen die Klänge der englischen und amerikanischen Sprache zeige.
mit Bildern und mit dem Gefühl. Also dass jeder, also Buchstaben und Klänge sind ja nicht dasselbe. Die werden oft verwechselt. Und wenn ich weiß, welche Klänge es in einer Sprache gibt und wie sie verbunden sind mit den Buchstaben, dann habe ich ganz viel gewonnen. Und ich kann gucken, ich kann mich mit den Klängen anfreunden und gucken, bei welchem Klang fällt es mir leicht, bei welchem habe ich noch eine Schüchternheit oder sogar eine Blockade. Und da habe ich ein sogenanntes Klangalphabet entwickelt und da stelle ich den Leuten, egal ob sie schon Englisch konnten oder nicht, einfach diese Klanglandschaft nochmal vor. Und mal zum Vergleich, Standarddeutsch hat 71 Laute, Standardenglisch hat 41 Laute und Standardamerikanisch 40. Also es sind deutlich weniger Laute. Es gibt ein paar Überschneidungen, aber gar nicht so viele. Aha. Und ich mache also am Anfang, da ich eben meine, dass der Klang das Tor ist zur Welt und zur Sprache, fange ich eben mit dem Klang an. Das hat viele Gründe noch. Aber da gehe ich eben diese Babyschritte, dass ich mit Bildern, möglichst mit Tierbildern sogar, weil ich Tiere so gerne mag, den Menschen zeige, welche Klänge gibt es. Und dann spüren wir zusammen, sitzen die bequem in deinem Körper oder wie kann ich dir helfen, dich damit anzufreunden? Kannst du ein Beispiel machen und kannst du bitte auch ein Beispiel machen dafür, dass du sagst, der Buchstabe ist was ganz anderes als der Klang? Weil das hast du vorhin gesagt, das wäre super schön, wenn du da ein Beispiel für hättest. Ja, also ein Standardbeispiel kann ich sagen. Viele Leute sagen zum Beispiel das Wort basic, die sagen basic. Also und daran kann man sehen, der Buchstabe S, der kann mal ein S sein und mal ein S, also stimmhaft und stimmlos. Das ist auch im Deutschen so. Ja, wenn wir nass zum Beispiel sagen, ja, dann haben wir natürlich Doppel-S in diesem Fall, aber es ist der Buchstabe S. Und wenn wir Susi sagen, ist es auch der Buchstabe S, aber der ist im Hochdeutschen stimmhaft und in einigen Dialekten stimmlos. Stimmhaft heißt, dass wenn ich meine Hand hier hinhalte und was sage, dass die Stimmbänder vibrieren, wenn es stimmhaft ist, bei Summ, Summ, Summ. Und stimmlos, also sozusagen so ein Zischen lauter als nass, wie bei zischender Schlange. Und dann merkt man, wenn du mal hier hinsetzt, bewegt sich entweder was oder nicht. Ne? Oder da ist Ruhe. Genau. Und wenn man jetzt basic sagt, dann ist es einfach falsch. Jetzt kann man sagen, es ist ja scheißegal. Aber ich finde es nicht scheißegal. Also ich möchte so gerne, dass die Menschen eine Neugierde dafür behalten, wie Englisch klingt und tickt. Es ist kein bisschen egal. Also nur so kurzer Einschub, wenn Form und Inhalt nicht zusammenpassen, gibt es immer Irritationen. Und natürlich ist der Inhalt des Wortes Basis oder Basic vermittelbar. Nur wenn da die Form nicht stimmt, dann ist eine Irritation da, da ist keine Deckungsgleichheit. Und das zieht dann Kapazität ab, den Inhalt zu begreifen. Also von daher finde ich auch, das ist kein bisschen scheißegal, ob man das so oder so sagt. Ja, also was ich so gerne erreichen möchte, ist, dass die Menschen auf der einen Seite die Angst verlieren, davor Fehler zu machen und dass sie eben auch ihren Perfektionismus ablegen. Denn es geht bei vielen Dingen darum, dass wir einfach kommunizieren und wenn wir auch also von Angesicht zu Angesicht kommunizieren, dann wird auch ganz viel energetisch kommuniziert. Und dann ist es erstaunlich, wie viele Fehler man machen darf, ohne dass die Kommunikation leidet. Und trotzdem. Lass mich nochmal nachfragen, wie schaffst du das, die Angst vor Fehlern zu nehmen? Einfach indem du nicht grimmig guckst und den Schüler anbrüllst? Oder? Das ist eine Sache, ja. Eine andere ist, dass man einfach beobachtet, dass wir ja immer irgendwie auch Fehler machen. Und ich glaube, ja, das so ganz genau kann ich es dir nicht sagen. Also ich glaube, es ist diese innere Haltung, die ich habe, dass wir einfach in Ordnung sind, so wie wir sind. Und dass es eine spannende Reise ist, dass wir immer Sachen falsch machen werden und wir nur durch Fehler eigentlich auch lernen. Das könnte so das Konstrukt sein, ne? Dass Fehler ja ein Konzept ist und wenn man es mal genau betrachtet, dann müssen wir sogenannte Fehler machen, damit wir es dann besser machen können. Ja, also so ganz kann ich dir auch gar nicht sagen, da ist noch auch was Geheimnisvolles. Also ich bin selber auch perfektionistisch und da kommt auch Trauma rein. Das hat ja auch oft was mit Trauma zu tun. Ja, ich bin aber auch ein Genussmensch. Also ich höre gerne, also wenn man zum Beispiel das Doppelkonzert von Bach hört, dann höre ich das gerne
Sauber und klar, Auf ja. jeden Fall. Und dann kann das sogar richtig satt machen, oder? Also man kann Ja. Musik, finde ich, satt machen. Das Ja, ersetzt. und das ist einfach, das bringt mich in eine andere Schwingung und Ja. dann bin ich, und das ist für mich beinahe ein spirituelles Erlebnis. Ja, Wenn absolut. jetzt auf dem Vorspielabend Kinder das unsauber spielen, dann macht mir das nichts, weil ich dann nicht dahin gehe, um Bach zu hören, sondern ich gehe dahin, um dem Kind den Raum zu geben, sich selber als Geiger zu erfahren, Genau, ganz Angst vom genau. Spielen, vom Publikum zu verlieren Genau, ganz anderer und es Ansatz. zu Ja. unterstützen, dass es irgendwann mal dahin kommen kann, dass Ja. es seine eigene Musik findet, ja, und nicht jeder muss Bach spielen perfekt, aber jeder kann eine schöne musikalische Erfahrung machen. Und selbst wenn nicht, selbst wenn das Kind sich dann abwendet, dann hat es aber trotzdem Freude gehabt und nur hat Genau. dabei zugeguckt, wie es Freude hat. Und das, Genau. Und ja. gleichzeitig ist es noch ein anderes Thema, führt vielleicht zu weit weg und vielleicht auch nicht. Finde ich es selber problematisch, dass oft den jungen Geigern sehr schwierige Stücke gegeben werden, wo das Klangerlebnis gezwungenermaßen schlecht sein muss. Es gibt einfach sehr, sehr schöne, einfache Stücke, wo man einfach dann in diesen Klang kommen kann. Aber das ist noch ein anderes Thema. Und ich bin selber so im Hin und Her gerissen zwischen diesem. Es ist mir so wichtig, im Hier und Jetzt mit Liebe zu kommunizieren und Perfektionismus zu heilen. Und zur selben Zeit bin ich ein Genussmensch, der schöne Klänge liebt und der auch dieses authentische Englisch liebt in seiner großen Vielfalt. Ich glaube, diese Ambivalenz wird immer bleiben, weil ich glaube, das sind so wie Urstrukturen, dass man natürlich weiß, dass ich mache es jetzt mal ganz groß, dass das göttliche Perfekt ist und natürlich strebt man nach möglichst großer Vollkommenheit und andererseits muss es aber eben auch möglich sein, die sogenannten Fehler zu machen und was Schräges sich zu gestatten, ohne dass man seinen menschlichen Wert verliert. Ja, und man muss ja auch gucken, also es ist eindeutig so, dass es für uns schwieriger ist, wenn wir älter sind. Ja, wir lernen anders. Also Kinder haben ja einfach andere Hirnwellen und saugen alles auf wie ein Schwamm. Und dann kommt, da ist so ein bestimmtes Fenster, wo es eben sehr leicht ist, neue Sachen zu lernen. Und wenn wir dann erstmal älter sind, dann sind so die Kanäle zu. Und die sind besetzt mit der deutschen, also in unserem Fall deutschen Struktur. Und dann hören wir Dinge auch gar nicht mehr. Also jetzt Amerikaner zum Beispiel hören nicht den Unterschied zwischen U und Ü. Ja, für uns ist das ganz deutlich. Und die müssen dann richtig spüren und hören lernen und sehen lernen. Und Ja. das ist richtig Arbeit, dass sie überhaupt den Unterschied hören zwischen U und Ü. Und dann ist es auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch noch, Ja. aber Ja. Und du hast ja schon angedroht, dass wahrscheinlich Trauma doch vorkommen wird. Und woher hier haben wir es? Wenn du nämlich sagst, die Kanäle gehen zu, dann gehen die Kanäle deshalb zu, weil der Überlebensmodus angewachsen ist. Und je angewachsener der Überlebensmodus, umso runterer die kortikalen Funktionen. Und auch schwer traumatisierte Kinder lernen natürlich anders als nicht traumatisierte Kinder. Denn um aufsaugen zu können wie ein Schwamm, muss man frei sein und muss man entspannt sein, sonst saugt da gar nichts. Und wenn die Trauma weitergeht und weitergeht, dann wird immer weniger gesaugt, weil eben der Überlebensmodus das verhindert. Ne? Da haben wir dann tatsächlich Trauma jetzt auch noch untergebracht. Ja, es kommt auch noch anders rein. Also so wie in der Schule unterrichtet wird oder so wie Schule aufgebaut ist, ist es Oh auch ja, oh traumatisierend. ja, auf jeden Fall, genau. Unsere Kultur, diese domestizierte Kultur, ist traumatisierend. So, ja. Und es besteht ein mangelndes Verständnis darüber, wie Spracherwerb funktioniert. Und dieser Unterschied zwischen Sprachen lernen, Sprachen verstehen und erklären, linguistisch und philosophisch, und Sprache einfach so, also aufsaugen. Ja, es sind alles verschiedene Prozesse. Und dieses Aufsaugen, was wir als Babys und Kinder machen, das können die wenigsten später noch, weil tatsächlich die Hirnwellen anders sind, weil auch irgendwie am Anfang scheint irgendwie jede Sprache möglich. Aber wenn wir dann erstmal eine gelernt haben, sind, dann nehme ich an, du als Kennerin des Nervensystems, dann sind diese Autobahnen, dann diese Synapsen eben verbunden. Ja, Und so werden ganz neue genau. Synapsen bilden, Das ne? ist also sogar hochdramatisch, weil wir werden mit einem gigantischen Potenzial geboren. Dann merken wir, aha, hier wird Deutsch gesprochen. Dann kannst du förmlich zugucken, wie alle möglichen Potenziale den Bach runtergluckern, also verdorren wie Pflanzen, die man nicht gießt, weil das braucht man hier nicht.
Ja, und das Gehirn arbeitet natürlich effizient und die Effizienz kommt dadurch, dass man immer wieder die gleichen Sachen macht und dadurch diese Autobahn, von dem du gesprochen hast, verfestigt. Genau. Und wenn dann später dann noch was Neues dazukommen sollte, unser Hirn ist neuroplastisch, das müsste theoretisch auch dann funktionieren, wenn wir 80 sind. Aber das setzt halt voraus, dass da eine Entspannung da ist Ja, oder das sogar auch stimmt. eine Freude da und dann Ja. saugt sich's gleich wieder besser. Ja, und das, was du über Trauma sagst, du nennst dich Erkenntnistherapeutin, du benutzt den Verstand ja nicht als Meister, sondern als Helfer. Du Genau. sagst, der Verstand kann helfen, dass wir unsere Blockaden verstehen und dass wir dann das tun für unser Nervensystem, damit der Körper Ja. und das einfach heilen kann, Ja, ne? genau. Und damit wir ins Gefühl gehen können. Und so ist das beim Sprachenlernen auch. Ich finde es so geheimnisvoll, wie diese Sprachstrukturen, die ich logisch erklären kann, von meinem Unterbewusstsein aufgesogen wurde. Und diese Muster werden von irgendwas in mir, irgendeiner Instanz und meinem Körper erkannt, ohne dass mein Gehirn und also mein Gehirn weiß ich nicht, mein Verstand, mein Bewusstsein dahinter kommt. Ja, und ich habe das nochmal so richtig schön erfahren. Ich war ja eben, bin zweisprachig geworden, spät sozusagen, ja, und konnte dann eigentlich in mancher Hinsicht besser Englisch als Deutsch, weil meine intellektuelle Entwicklung im Englischen stattgefunden hat und auch meine Entwicklung als Mutter. Ich bin im englischsprachigen Raum Mutter geworden. Das Hatte ist ja also richtig super reißende spannend, Erlebnisse. was du Ja. erzählst. Also ich habe mit 16 habe ich mich ins Englische verliebt und bin dann von einer 6 auf eine 1 gekommen. Oh Und dann habe ich studiert, dann bin ich nach Amerika ausgewandert, habe einen Amerikaner geheiratet, habe auch Kinder bekommen und war dann so ganz in diesem englischen, in dieser englischen, ja, Welt so, ne, ja. innerlich und äußerlich. Ja. Und Deutsch war mir fremd. Und ich weiß jetzt, dass Deutsch für mich auch mit Kindheitstrauma verbunden war Oh und mit dem ja. Trauma, Deutsch zu sein. Oh ja, Ja. macht ganz viel aus bei mir auch, Ja, ja. und durch meine Kinder, die sollten zweisprachig sein und ich wollte gerne, dass sie eben mit ihren Großeltern sprechen können und dann habe ich auch so Freude daran gehabt, ihnen die alten Kinderlieder vorzusingen und die Bilderbücher vorzulesen. Und dadurch da hatte ich so dieses erste, ja, lieben Lernen der deutschen Sprache für diese Zwecke. Und dann habe ich aus Versehen sozusagen angefangen, Deutsch zu unterrichten. Da war ein traumatisierter Einwanderer, der Hilfe brauchte. Und dann habe ich versucht, ihm zu helfen und habe dabei dann eigentlich die Methode, die ich für Englisch entwickelt habe, für Deutsch entwickelt. Und habe dann nämlich gemerkt, ich musste Deutsch nochmal neu lernen. Und das ist auch nicht vorbei. Also weil da nämlich dieses Intuitive war, wusste immer, das ist richtig und das ist falsch, aber ich nicht warum. Und dann musste ich das dann recherchieren. Habe dabei gemerkt, dass mir die Grammatiken, die es gibt, gar nicht gefallen und nicht meine Fragen beantworten. Und habe dann angefangen, meine eigenen zu schreiben. Und habe dann wieder so gemerkt, dass dadurch auch ein Stück Aussöhnung stattgefunden hat. Oh ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, durch die Kinder, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber hat vielleicht die Sprache eine Unschuld auch für dich zurückbekommen, das Das Deutsch. ist sehr genau so. Und weißt du auch, dass Verhältnis zu meinen Eltern war auch belastet, in einer Art und Weise, wie ich es selber gar nicht gemerkt habe. Aber als meine Kinder klein waren, die konnten meinen Kindern was geben, was sie gefühlt mir nicht haben geben können. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich wurde nochmal nachbemuttert. Und dann war das so, dass meine Mutter eben auch diese Lieder gesungen hat und mein Vater auch. Wir haben abends zusammen diese Abendlieder gesungen, die haben vorgelesen, wir haben gespielt. Und da war das so, dass da auch diese Verbindung geschaffen wurde zu meinen Eltern und den Kindern. Es war eine ganz kostbare Zeit. Und Ja. dadurch bin ich sprachlich auch ausgesöhnt worden. Also Ja, ich glaube, ich werde schön. Deutsch nie so lieben wie Englisch, aber ich habe doch eine Liebe entwickelt und es hört nicht auf. Wie schön. Das Ja. hast du wunderschön beschrieben. Ich kann das wirklich fühlen, wie schön das ist, ja. Ja, ich bin da richtig dankbar dafür, dass das möglich war, obwohl wir noch nichts von Trauma und Traumaheilung wussten. Und ich kann jetzt im Nachhinein immer mehr und mehr verstehen und dann auch noch mal, ja, heilen. So, ne?
Ja, genau. Und man könnte jetzt tatsächlich auch sogar diese neurobiologischen Aspekte nennen, die du gerade beschrieben hast, im gemeinsamen Vorlesen, im gemeinsamen Singen. Denn sowohl beim Sprechen als auch beim Summen und Singen vibrieren natürlich die Stimmbänder. Und die Stimmbänder triggern den ventralen Vagus, also diesen Selbstheilungsnerv, den Wohlfühlnerv. Das hat sicherlich auch sehr zur Aussöhnung beigetragen und zur Entspannung beigetragen. Ja, und tatsächlich ist es auch so, wenn Menschen sich darauf einlassen können, Kinderlieder zu singen im Englischen, ist das eine wunderbare Möglichkeit, Englisch zu lernen. Denn in den Kinderliedern und in den Kinderbüchern, in guten Kinderbüchern, in Kinderversen, ist die Architektur der Sprache da, weil man damit die Sprache den Kindern beibringt. Und es ist oft, also gute Kinderbücher haben sehr komplexe Sprache. Ja, es gibt ja diese didaktischen, blöden, albernen Kinderbücher, die so extra alles vereinfachen und die so primitiv einem irgendwas transportieren sollen an Sinn. Die meine ich nicht, sondern ich meine wirklich gelungene, gute Kinderbücher, von denen es ja auch viele gibt. Und ich bin immer überrascht, wie komplex die Sprache ist, dass eigentlich alle Sprachstrukturen da vorkommen. Und trotzdem kann man es verstehen, weil eben die Bilder da sind und weil der Inhalt kindgerecht ist. Und ich habe selber noch immer und werde immer das haben, große Freude an guten Kinderliedern und guten Kinderbüchern. Total. Wer sich darauf einlassen kann, das ist das beste Lernmaterial. Also da passiert was ganz Interessantes, weil Lieder gehen ja direkt ins limbische System, die umgehen ja den Verstand. Und ich habe es bei mir selber erlebt, dass wenn ich im Deutschen Kinderlieder gesungen habe, zum Beispiel meiner Tochter, oder auch Englisch, weil ich Englisch halt auch immer schon, was heißt immer schon, oft schön fand, ich habe dann sehr oft angefangen zu weinen. Und ich konnte es mir überhaupt nicht erklären, warum das jetzt mal passiert. Retrospektiv weiß ich, warum das passiert ist. Das war eine ganz große Traurigkeit um das, was ich als Kind nicht hatte, weil mir niemand vorgesungen hat und weil diese zarte Berührung, die durch Klänge möglich ist, die habe ich einfach nie gespürt. Das war also so ein bisschen wie das Weinen um ein ungelebtes Leben, was vorbei ist. Also ich erzähle das nur, weil ich das so gut verstehen kann, wenn du sagst, wie intensiv das ist. Und das ist es tat, ja. Ja, und tatsächlich, was ich mit meinem Aussprachetraining erreichen möchte, ist nicht, dass die Menschen nachher unbedingt perfekt reden, sondern dass sie eben hören lernen. Und wenn man richtig hören lernt und spüren lernt, dann kann man eben aufmachen und dann wird sich das positiv auf das eigene Lernen auswirken. Sag mal, ich habe gerade eine Querfrage. Also wir müssen wahrscheinlich aufpassen, dass das Gespräch jetzt nicht 3 Stunden lang wird. Aber während du das so erzählst, geht mir gerade die Maria Abramowitsch durch den Kopf, die ihren Schülern auch ein Hörtraining anbietet. Die macht das zum Beispiel so, dass die geräuschschluckenden Kopfhörer erstmal da sind, dass man erstmal weiß, wie es sich anhört, wenn nichts zu hören ist. Und dann zwingt sie sie zu Achtsamkeitsübungen. Das heißt, sie lässt sie bestimmte Praktiken machen, die sie so mit sich selbst in Verbindung bringen sollen, damit dann eine Kapazität da ist, um das Klangerlebnis, was durchs Konzert angeboten wird, überhaupt aufnehmen zu können. Das ist recht drastisch und recht dramatisch, aber zeigt eben auch, dass bevor man überhaupt hören kann, so wie du es jetzt gerade beschreibst, dass da reicht es nicht einfach, da irgendwas wahrzunehmen und das ist es dann, sondern das geht sehr viel ziselierter und feiner und präziser und tiefer. Ja, ich möchte mich auch gerne noch mit der Tomasi-Methode beschäftigen. Da geht es nämlich auch um das Hören und um Frequenzen. Da weiß ich viel zu wenig drüber. Das kommt auf jeden Fall noch. Spannend. Ja, aber es geht wirklich um das Hören und Spüren lernen. Und das Spannende ist dabei, da kommt Trauma wieder ins Spiel. Wenn ich die Menschen einlade, wirklich zu hören und zu spüren, dann ist das manchmal unangenehm. Wenn man nämlich durch den Alltag geht und alles wegdrückt, dann kommen auf einmal, dann spürt man sich selber und das ist manchmal überwältigend. Und ich bin da, bevor ich dich kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass ich an Trauma drankomme, wenn ich mit Menschen arbeite und dass das manchmal nach hinten losgeht und dass ich mich dann hilflos gefühlt habe, weil ich nicht wusste, wie fange ich das auf. Also, dass dann, wenn dieser liebevolle Raum aufgemacht wird, und wir diese Klänge wahrnehmen. Ich finde es wunderbar, dass wir dann dadurch ins Spüren kommen. Aber das kann für Menschen überwältigend sein.
Das ist total wichtig, was du sagst. Und ich finde es gerade mal wieder so hochinteressant, dass dieser Begriff traumasensibel, dass der wirklich gar nicht breit genug gefasst werden kann. Denn das, was du gerade schilderst, bedeutet, dass auch Sprachenlernen traumasensibel erfolgen kann oder eben nicht Es muss traumasensibel erfolgen. Und darum bin ich auch richtig froh, dass du dich für meine Arbeit da auch Das interessierst. tue ich sehr, sehr. Ja, Finde ich super spannend, was du machst. das ist wirklich, wirklich spannend, wo man, also beim Aussprachetraining geht es los. Also es ist so, dass zum Beispiel das TH eigentlich ein leichter Klang ist. Die Deutschen haben aber Angst davor, weil es für sie peinlich ist, das TH zu sagen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das TH zu machen. Also eine ist, dass man die Zungenspitze hinter die Zahnreihe oben macht. Und die andere ist, dass man es zwischen die Zähne macht. Und nochmal. Das, für die Deutschen sieht das doof aus. Und es sieht krank aus. Denn es gibt ja das Phänomen des Lispelns. Und wenn man lispelt, wird man oft gehänselt und man muss zum Oh Logopäden. ja. Und das ist also so, dass das körperlich und psychisch für den Menschen unangenehm ist, das TH zu sagen. Dann können sie sich nicht entspannen und dann geht es nicht leicht. Und dann wollen sie es nicht sagen. Sag mal, lispelt man aber im Englischen nicht auch? Ich meine, Lispeln ist doch wahrscheinlich überregional, oder? Ich denke, dass es das gibt, aber da das ja auch ein akzeptierter Klang ist, Macht das dann wohl ich weiß nicht, ob es dann was ausmacht. Also ich habe wenig Menschen getroffen im englischsprachigen Raum, die gelispelt haben. Aber weißt du, wenn sowieso das TH okay ist und wenn es sowieso okay ist, die Zunge zu zeigen, also das wäre jetzt auch nochmal interessant, das zu überprüfen, wie das psychisch ist. Also es ist für Deutsche garantiert schlimmer, weil das kein Das anerkannter Laut heißt, ist. die sagen deshalb immer se, se window. Genau. Also erstmal wird es ihnen nicht beigebracht, ja. Es ist nämlich so, also ich lerne jetzt seit neuestem Bulgarisch. Und das finde ich nochmal ganz spannend. Ich bin 58, fange jetzt an, Bulgarisch zu lernen. Und ich mache es ganz langsam und es gibt kein gutes Lernmaterial und ich baue mir jetzt meinen eigenen Kurs. Und da merke ich eben nochmal, also es unterstützt eigentlich all das, was ich auch so gemerkt habe beim Englischlernen. Es nützt einem am Anfang gar nichts, wenn jemand auf einen einredet auf Bulgarisch, weil man gar nicht weiß, wo die Wortgrenzen sind. Und Ja. weil ich Linguistin bin und Sprachlehrerin, weiß ich, wenn jemand mir was sagt und ich wiederhole das und die ist nicht zufrieden, dann kann ich sie bitten, dass sie nachspürt, wie sie den Laut produziert. Und dann kann ich sie interviewen. Sag mal, machst du die Zungenspitze dahin oder dahin? Hast du Spannung hier oder bist du entspannt hier? Erklär mir das mal ein bisschen mehr. Und dann kann ich sie also meine Lehrerin interviewen und sie dahin führen, dass sie mir hilft, damit ich den noch Klang spüren und produzieren kann. Verstehe sofort. Das kann ja ein Laie nicht. Ja? Ja, das stimmt. Ja. Und es ist so, also wenn wir erstmal so, ich bin sehr verkopft gewesen und bin es auch streckenweise immer noch. Und lerne jetzt eben, dass der Kopf mir helfen kann, eben dann ins Gefühl zu kommen. Aber ich kann das nicht intuitiv aufsaugen. Ich muss die Sachen verstehen. Wiederhole ich sie spielerisch, schreibe sie ab. Das ist eine magische Verbindung zwischen unserem Körper und dem Schreiben. So, es ist ja auch ein Begreifen, das dann Ja. da war, ja, auf der anderen Ebene. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich es in meinen Körper reinbringen oder ins Unterbewusstsein. Ja. Aber es fängt damit an, dass mein Verstand also der verlangt, das zu verstehen, wo und wie der Laut produziert wird. Kann ich total für mich auch unterschreiben. Und trotzdem, glaube ich, hast auch du dennoch intuitive Elemente. Da sind nämlich ganz viele Kleinigkeiten, die du dann tatsächlich aufsaugst und die wahrscheinlich auch nicht dein Präfrontalkortex passieren. Einfach weil du sie vielleicht oft in der Werbung hörst oder immer wieder auf dem Plakat siehst oder deine neue bulgarische Freundin das irgendwie immer wieder einbringt. Also das passiert, glaube ich, zusätzlich auch. Aber das ist wie so ein Plus oder wie so ein Bonus. Aber das eigentliche Lernen, das geht tatsächlich auch bei mir sehr über den, ja, man muss es verstehen und nachvollziehen können und Sinnsdinge Genau. bilden. Ja, Ja. ja. Also was ich nun gemacht habe, also ich habe eben festgestellt, dass für mich Aussprache das Tor ist und ich fange das mit jedem an, ganz egal, was die Vergangenheit war, also ob jemand schon Englisch gelernt hat oder nicht.
Denn es, die Aussprache macht sich auch auf die Grammatik bemerkbar und auf alles. Und man kann, Ach, also, ja. Ja, also zum Beispiel, wir haben im Deutschen die Möglichkeit, das Präsens zu benutzen, um die Zukunft auszudrücken. Ich kann zum Beispiel sagen, morgen rufe ich dich an. Dann habe ich in dem Verb das Präsens, ja, die Gegenwart, aber weil ich das Adverb morgen dazu tue oder weil der Kontext da ist, weißt du, wann, dass es nicht gerade jetzt ist, sondern morgen. Das kann ich auf Englisch nicht so sagen. Das, die Deutschen sagen dann immer, I call you tomorrow. Aber es ist im Englischen, musst du in diesem Fall die, wahrscheinlich je nach Kontext, die will future nehmen. Also es ist wahrscheinlich eine spontane Willenserklärung und dann musst du I will call you tomorrow sagen. Aber du kannst das kontrahieren und dann klingt es so, I'll call you tomorrow. Wenn du weißt, dass das da ist, hörst du es. Aber wenn du nicht weißt, dass das da sein muss, hörst du nicht den Unterschied zwischen I'll call you tomorrow, I'll call you tomorrow. Verstehe. Ja, verstehe sofort jetzt, was du meinst. Genau. Ja. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel dafür. Und dann bei der Vokabelarbeit, also es gibt im Deutschen nicht einen offenen Vorderzungenvokal. Das erkläre ich in meinen Kursen, was das ist. Aber ein Vorderzungenvokal ist das, wo der Laut vorne im Mund, der Vokal vorne im Mund gebildet wird. Und wenn er offen ist, das heißt, dass die Kinnlade, die wird aufgemacht. Also zum Beispiel bei dem englischen Wort bad. Guck mal, bad. Ich mache wie ein Krokodil, schnapp wie Alligator. Also wie Alligator mache ich den Mund auf. Die Zunge ist aber vorne. Ja, bad. Bad. Die meisten Deutschen sagen, it's bad. Ja? Da klappt gar nichts, ne? Bad. Da klappt gar nichts auf, weil wir das nicht haben. Und es ist wiederum peinlich, bad zu sagen. In der Schulklasse sagt bestimmt keiner, oh, it's bad. Sie sagen, oh, it's bad. Oder sowas, ja? Und dann klingt man selber, wenn man es dann richtig sagt, ist man das Arsch, weil man ja dann anders klingt. Man gehört nicht dazu. Ja? Aber guck mal, ist Arsch nicht fast so wie bad? Nein, hör mal zu. Bad und Arsch. Bei Arsch ist das tatsächlich ein Zentralvokal. Und wir haben im Englischen noch das aren't. Ja. Das ist ein Hinterzungenvokal. Also vergleich mal, wir sagen das doofe Wort jetzt nicht nochmal, vergleich mal bad und Wasser oder Bahn. Ah, das ist gut. Bad, Bahn. Bahn ist weiter vorne, es ist sozusagen in der Mitte und aunt oder das wird gegurgelt. Ja? Genau. Und, das ist nämlich, und deswegen ist es einfach wirklich schön, wenn man weiß, wie Laute entstehen, wenn man da sich Gedanken macht und wenn man dann spürt, ah, wie machen wir es im, wie passiert es im Britischen, wie im Amerikanischen, wie im Deutschen? Wie passiert es, wenn ein Deutscher einen Akzent hat und was passiert in der deutschen Sprache? Und ich unterrichte deswegen britisches und amerikanisches Standardenglisch, weil ich darüber am meisten weiß. Ich habe das beides sehr viel unterrichtet und ich habe in Amerika lange gelebt. Außerdem ist das ganze Lernmaterial global gesehen auf Britisch und Amerikanisch abgestimmt. Ganzen Lexika sind darauf abgestimmt. Und wenn man den Unterschied zwischen Britisch und Amerikanisch versteht, dann versteht man den Unterschied zwischen den zwei großen Gruppen. Englisch fällt in zwei große Gruppen. Die einen Dialekte oder Akzente oder Varianten, die ein R nach einem oder während eines Vokals aussprechen. Also die Amerikaner sagen bird and car und die Briten sagen bird and car. Aber die Unterschiede zwischen dem simultanen R und dem postvokalischen R, das kommt dann im Kurs. Aber einfach nur, es ist ein anderes Klangerlebnis. Und so kann man sagen, es gibt Sprachen, die das R aussprechen und Sprachen, die es nicht machen. Und im Deutschen haben wir das auch so. Also ich in meinem Deutsch sage nicht Bart oder Bart, sondern Bart. Ja, ich auch. Und ich sage der Norden. Also das R wird nicht ausgesprochen. Und ich sage wir und Bier. Ja, es gibt aber Dialekte, die das aussprechen. Ja, jawohl. Und da haben wir sozusagen auch postvokalisches R. Wir haben jetzt nicht dieses simultane R wie die Amerikaner in bird oder girl, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben aber dieses postvokalische car and here. Und, aber in meiner Sprache habe ich es nicht und es ist eben spannend zu sehen, jetzt das merke ich auch durch den Ausspracheunterricht im Deutschen, es gibt sechs verschiedene Möglichkeiten, das Wort Wirbel zu sagen. Ach,
Ja, war mir auch nicht klar. Also vielleicht gibt wahrscheinlich mehr, aber sechs, die sogar läufig sind, ja. Und dann, dann mehr zu merken, meine Güte, was bringe ich denn jetzt einem Ausländer bei, ja? Ja, da gibt es dann was, wo es eher standardmäßig ist. Und ich bringe ihm natürlich die Standardsprache bei. Denn wenn also mein Deutsch ist vielleicht nicht dein Deutsch, aber ich habe noch nie einen Deutschen oder einen Schweizer oder einen Österreicher getroffen, die mich nicht verstehen. Ja. Also ich habe ein Deutsch, was global von deutsch sprechenden Menschen verstanden wird. Ja, Ich habe mal in der Pfalz gewohnt und ich kann dir sagen, das Pfälzer Deutsch wird nicht global von jedem verstanden. Ich habe irgendwann gedacht, wir müssen auf Englisch umsteigen. Ja? da kommt Und es auf mich zu. Danke für die Warnung. ja, und ich wohne schon lange in Aachen und wenn es gibt da Aachener Platt und wenn die auf Aachener Platt loslegen, bin ich verloren. Ja. Das ist eine schöne Sprache, aber ich bin verloren. Wenn die jetzt denken, sie sprechen Hochdeutsch, sprechen sie auch wesentlich anders noch als ich. Aber sie sind für mich verständlich. Ja. Und Ja. so ist es eben so, ich weiß am meisten über britisch und amerikanisches Englisch. Ich spreche meistens eine Art amerikanisch, weil ich da sozialisiert bin. Weil ich aber durch Nachahmung gelernt habe und lerne, beeinflusst es mich sehr, wenn ich lange britisch höre oder mit jemandem spreche. Manchmal so einen kleinen Misch. Ja. Sodass Briten oft denken, ich bin Amerikanerin und Amerikaner denken, ich bin Briten. Aber das ist ja egal, sie verstehen mich. Ja, genau. Sag mal, kannst du vielleicht so einen kurzen Einblick geben, wie dein Kurs aufgebaut ist? Also natürlich nicht so super speziell, aber ich habe so gar keine Idee davon. Wie geht das los? Ja. Worüber führt es hin und wo Ja. endet es? Also es gibt also dieser Schnupperkurs, den ich jetzt anbieten möchte mit 21 Tage. Da geht es eben so, dass ich die Menschen durch das Klangalphabet führe und höre, ob da Blockaden sind. Dann bringe ich ihnen Grundzüge der Rhythmik bei. Denn es ist im Englischen super wichtig, dass du weißt, wo ein Wort betont wird. Und ich bringe die Lautschrift bei, damit sie wunderbare, kostenlos verfügbare Online-Lexika bedienen können. Da wird die IPA benutzt und wenn man die IPA, diese Lautschrift, das internationale phonetische Alphabet, lesen kann und dann die Sprachausgabe hört, hat man viel mehr davon. Also Verstehe. mit dem Training, was ich den Menschen angedeihen lasse und ihren neu erworbenen Fähigkeiten, die IPA wirklich zu lesen, können sie einfach die Sprachausgabe viel besser ausnützen. Ja, wollte Und da. dann, ja, und dann, das sind eigentlich so, dann bringe ich nochmal diesen Unterschied bei. Also es gibt ein paar Problemzonen für deutsch sprechende Menschen. Und da habe ich einfach für jede typische Problemzone eine Eine Unterrichtseinheit. Lösung gewissermaßen. Ja. Und dann stelle ich das Klangalphabet und das Buchstabenalphabet gegenüber und ich zeige den Menschen, wie sie das Klangalphabet eben nicht nur nutzen können, um zu spüren und jeden Laut wirklich zu verinnerlichen und dann diese Landschaft auch zu verstehen und vor Augen und im Gefühl zu haben, sondern man kann nachher das Klangalphabet als Referenzkarte nehmen. Als Beispiel, manche Leute sagen eben Basic statt Basic. Dann kann ich sagen, pass mal auf, hör mal zu, du sagst Basic mit S und das S, der Laut gehört dem Zebra, denn auf Englisch heißt das Zebra. Also dann sage ich, Basic hat kein Zebra, da kommt kein Zebra drin vor, sondern ein S. Wie Sally the Silly Seal, die Robbe oder der Seehund. Und also das S gehört nämlich der Robbe. Und wenn man dann weiß, okay, wir haben Basic mit Sally the Silly Seal. Und wenn man da das Klangalphabet geübt hat, dann kann man sehr leicht substituieren. Ich muss nicht nochmal den Laut erklären, denn ich habe mit dem Klangalphabet den Menschen beigebracht, wo jeder Laut sitzt. Ich habe dafür gesorgt, dass sie sich damit wohlfühlen. Sie haben das Bild abgespeichert. Und wenn Sie dann wissen, no zebra, Sally the Silly Seal, basic, dann geht das, ja? Das klingt für mich so, als wenn du auch gar nicht diese klassische Einteilung vornimmst in Anfänger, fortgeschrittene Anfänger und fortgeschrittene, sondern als wenn jeder die Sprache gewissermaßen von Grund auf neu erlernt, oder? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich selber die Erfahrung gemacht habe, ich habe ja durch Lesen gelernt und ich war wirklich in mancher Hinsicht zweisprachig, als ich nach Amerika kam. Aber trotzdem hatte ich nicht so diese typischen Redewendungen drauf und ich hatte viele Wörter falsch gelernt, weil da so eine krasse Diskrepanz ist zwischen
dem Geschriebenen und dem Gesprochenen. Das kann man auch nicht ändern. Das ist historisch bedingt. Und es gibt unglaublich viele Varianten des Englischen und ein bestimmtes Wort wird so unterschiedlich in den verschiedenen Varianten ausgesprochen. Du kannst also nicht die Rechtschreibung ändern. Darum gibt es ja die IPA und die tollen Lexika. Ja, genau. Okay. Und wenn du also dann, jetzt habe ich jetzt habe ich den Kontakt verloren zu dem, was ich sagen wollte. Mist. Na, ich kann ja nochmal dazwischen fragen. Wahrscheinlich hast du doch auch Menschen, die sagen, also ich kann eigentlich schon super gut Englisch. Genau, was ich sagen wollte, jetzt danke schön, fällt es mir wieder ein. Ich war also lange mit einem Amerikaner verheiratet, hatte 12,5 Jahre in Amerika gelebt und ich hatte bestimmte Wörter, die ich immer noch falsch ausgesprochen habe, weil die in meinem System drin waren und ich nicht gehört habe. Ich habe sie 1000-mal richtig gehört in Amerika, aber weil sie in meinem System drin waren, habe ich die Ohren nicht mehr aufgehört. Als ich dann an der Uni unterrichtet habe und Lautschrift beigebracht habe, habe ich seitenweise transkribiert für meine Studis und habe dabei dann gemerkt, das Wort seit 20 Jahren falsch. So kleine Feinheiten. Ja. Ja. To represent statt represent und raisen statt was anderes. Also das war dann so, dann war mir das erst ganz peinlich und dann dachte ich, das ist das Leben. Ich habe sie durch Lesen gelernt und ich habe erfahren und dann habe ich am eigenen Leibe erfahren, dass du etwas 1000-mal richtig hören kannst, wenn du was Falsches was erwartest. Da gibt es ja dieses Lied, A man hears what he wants to hear and disregards the rest. Also wir hören, was wir hören oder erwarten. Da gibt es im Deutschen das wunderbare Pendant, einzigste, der einzigste Mensch. Das sagen ja ganz, ganz viele. Ne? Genau, das, oder das ist das Optimalste. Ja. Und das hören sie natürlich dann auch am Tag sehr oft anders ausgesprochen, aber genauso wie du beschreibst, weil es in ihrem System ist, bleiben sie dabei, dass es so für sie das Optimalste ist. Genau, und Wort und Wörter, Worte und Wörter, ne? Das manchmal verwechsle ich das auch noch. Ja, also und da, das gibt einfach so ein paar Sachen, die kann man sich nicht merken, aber wenn man erstmal weiß, dass es ein Problem ist, dann kann man immer nochmal nachhorchen, aber wenn man es nicht weiß und es falsch im System drin ist, nimmt man das nicht wahr. Also dieses Aussprachetraining ist Wahrnehmungstraining und ich mache es eben mit allen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass so wie ich Englisch erkläre und unterrichte, es keiner gelernt hat, auch die Lehrer. Genau. Und könntest du sagen, also in was für einem Zustand würde ich sein, wenn ich mich auf diese Klangreise mit dir begebe? Ich fange dann an und mache mit dir diese Klangreise. Und wie bin ich dann am Ende des 21. Tages? Ja, also dass es jetzt 21 Tage sind, das ist für mich auch neu. Das ist das Abenteuer. Also dass es inhaltlich passt, das weiß ich schon. Nur also idealerweise wirst du jeden Tag ein Video oder mehrere gucken, die ich auf Elopage freischalte, wirst dann die Dinge nachsprechen, die ich vorspreche und dann gegebenenfalls im Zoom-Call oder per E-Mail mich Dinge fragen. Okay. Und dann wirst du eben durch diese Klangarchitektur geführt und dann merkst du, welchen Ansatz ich habe bei Englisch. Und ob es dir Spaß macht, mit mir zu arbeiten und ob es dir Spaß macht, dich auf diese Art auf Englisch einzulassen. Und wenn die Antwort ja ist, würden wir dieselbe Einführung für den Satzbau machen, nochmal für die Zeiten. Und wenn man nämlich diese Grundzüge für ein Grundverständnis hat, für die Aussprache, den Satzbau und die Zeiten, dann hat man die Grundlagen abgedeckt und wenn man dann Vokabeln lernt, und weiß noch, wie man diese Lexika bedient, dann kann man sehen, also ein Wort alleine bedeutet ja nichts, sondern hat Bedeutungspotenzial. Mhm. Das bedeutet erst was, wenn es in Beziehung tritt mit anderen Wörtern und mit einem Kontext. Genau. Und das wird geregelt durch die Syntax, durch den Satzbau und durch die Situation. Und wenn ich, es hat also gar keinen Zweck, eine Vokabel isoliert zu lernen. Man muss sie eben, man muss eben lernen, was für ein Typ ist das und wie tritt dieser Typ in Beziehung. Absolut. Und das lernt man eben und dann bin ich auch sehr dafür, dass man Texte liest, wenn man sie lesen muss beruflich, dann nimmt man die, aber sonst nimmt man welche, die einen erfreuen. Und dann finde ich immer wichtig, dass man die Vokabeln total im Kontext lernt. Und zwar, dass man den Text liest, am besten vielleicht auch abschreibt,
vielleicht sogar dann sich selber zurückübersetzt, also dieses geleitet Übersetzen, ist ganz toll. Ich nehme einen englischen Satz, übersetze den für mich ins Deutsche, halte das Original zu und versuche ihn zurück zu übersetzen. Und zwar will ich das Original finden, weil ich ja weiß, dass das richtig ist. Ja. Dabei lerne ich deshalb auswendig, verinnerliche die Struktur und das ist die beste Schreib- und Sprechvorbereitung, die es gibt. Genau, und jetzt dabei lerne ich Vokabeln. Genau, der Ordnung halber sagen wir jetzt noch dazu, dass das Abschreiben nicht über die Tastatur erfolgt, sondern mit Hand. Oh, danke, dass du das sagst. Da habe ich auch ein Video auf YouTube. Es ist ganz wichtig, das mit der Hand zu machen. Genau, ja. Also ich sage den Leuten immer, wenn ihr blöde Hausaufgaben aufhabt, die euch überfordern, unbedingt tippen, denn dann verbindet ihr euch nicht damit. Ja, das stimmt. Wenn ihr aber übt, dann macht ihr es mit der Hand. Ja, genau. Ja, es gibt noch viel, viel mehr zu erzählen, aber es wird dann ja auch lang, es ist ein ganz anderer Ansatz. Und ich habe bis jetzt im Augenblick so meine ganzen Dinge, ich habe unfassbar viel Lernmaterial, ich habe so Mini-Videos gemacht zu jedem Laut und zu jedem Thema, ich habe Übersichtstafeln und Lernkarten, ich habe so jedes Thema auf DIN A4 Seiten gepackt, damit man sozusagen so Referenzkarten auch hat. Ich habe also Papiermaterial, ich habe Videomaterial, ich habe Audio- und PDF-Material. Und für mich ist es sehr übersichtlich, für andere ist es wahrscheinlich überwältigend. Und meine Aufgabe in diesem Durchgang ist eigentlich zu sehen, wie viel kann ich täglich den Menschen zumuten. Also meine Idee ist, dass die Leute, die ja alle keine Zeit haben, dahin kommen, dass sie denken, Englisch lernen macht so viel Freude, das ist mein Entspannungsmoment am Tag. Das ist ein hohes Ziel. Aber lass uns doch mal ganz pragmatisch runterbrechen. Wie viel Zeit ist realistisch, um das absorbieren zu können, was du anbietest? Wie viel Zeit werde ich dafür brauchen? Ganz ehrlich gesagt, ist das noch was, was in der Testphase ist. Okay. Und das ist auch ein bisschen typabhängig. Weißt du, es gibt Leute, die nach einer ganz kurzen Anlaufzeit wie so ein Schwamm sind. Mhm. Dann gibt es Leute wie ich mit Bulgarisch, da ist überhaupt kein Schwamm vorhanden. Und was mich da trägt, ist dieser Anreiz, dass ich es lernen will und dass ich mir und dann glaube ich, dass es gut ist, wenn man sich bestimmte Hintergrundsachen einfach per Video reinzieht und dass man dann die Übungseinheiten zum Beispiel auch so mit diesen Mini-Videos über Signal oder E-Mail dann auf dem Klo mal anguckt jeden Tag, ja. Also das will ich gerne selber ausprobieren. Mhm. Wie viel Zeit braucht man? Ich habe ein kleines, ein Mini- und ein Nerd-Programm für die drei Themengebiete. Mhm. Aussprache, Satzbau, Zeiten. Mhm. Und muss jetzt aber selber austesten, wie lange braucht ein Mensch pro Tag, um das zu verstoffwechseln? Das ist Lass mich doch nochmal was ganz Brutales fragen. Ja. Also ich werde ja oft gefragt, wofür ist Traumaheilung gut? Was kann ich hinterher, was ich vorher nicht konnte? Und das ist auch sehr berechtigt, die Frage. Ja. Und wenn ich die jetzt auf dein Themengebiet rüberschiebe, warum kann es für mich erfüllend sein, Englisch zu lernen? Was kann ich dann alles machen, was ich ohne Englisch nicht kann? Also die Frage klingt jetzt irgendwie ein bisschen naiv und ein bisschen bescheuert, aber trotzdem bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass du eine gute Antwort darauf hast, weil Englisch lernen muss ja nicht nur so funktional sein, dass ich dann die nächste Beförderung kriege oder dass ich mir in England oder Amerika was zu essen kaufen kann. Aber was für Anreize würden darüber hinaus liegen? Was motiviert einen Menschen, eine Sprache lernen zu wollen? Was ist die Belohnung dafür? Ah, da gibt es viele. Also da muss ich länger drüber reden. Also das eine ist, dass ich finde, dass man mit jeder Sprache, die man neu erlernt, eine neue Sichtweise auf sich und das Leben bekommt. Mhm. Weil Sprache ein Wahrnehmungsorgan ist. Mhm. Und Sprache kann uns kann wie ein Gefängnis sein und uns mit Konstrukten und Konzepten wirklich klein halten und gefangen und brav und Gefängnis, ja? Ja. Also Sprache kann uns auch sehr verletzen und Sprache kann eine Brücke in die Freiheit sein und eine Brücke zum Fühlen und Wahrnehmen. Aha. Und ich finde, also gerade mit jeder Sprache oder auch gerade mit diesem Vergleich Englisch-Deutsch, da denke ich über mich und das Leben und das Fühlen und Wahrnehmen neu nach. Und das finde ich einfach schon an sich super spannend. Ja, und das ist auch eigentlich schon eine schöne Belohnung. Ja. Das ist ja so gesehen wie eine Art Selbsterfahrungsseminar, weil ich Dinge über mich erfahre im Erlernen und Sprechen einer anderen Sprache, die, wenn ich dich richtig verstehe, mir vorher eben gar nicht so ganz klar war, dass die zu mir kommen.
Ich habe durch Englisch lernen, bin ich in das autonome Lernen gekommen, das heißt ins selbstständige Lernen. Das heißt, dass ich gelernt habe, was ich für ein Lerntyp bin. Das habe ich dabei erfahren und ausprobiert. Und dass ich jetzt mir auch zum Beispiel Sachen in der Mathematik erschließen kann. Ich habe dadurch Englisch lernen und Grammatik, gerade Grammatik lernen, bin ich sehr gut im Texteschreiben geworden. Ich kann sehr gut analysieren und ich kann ganz schnell sehen, wenn jemand versucht, Sprache für mich zu benutzen. Also ja, gegen mich zu benutzen. Also ich finde tatsächlich, dass Grammatikunterricht, so wie ich ihn mache, eine Bürgerpflicht ist, weil man dadurch mitkriegt, was läuft. Also, und das ist richtig revolutionär und natürlich auch nicht unbedingt immer gewollt. Genau, das ist ein schöner Einschub und auch nicht unbedingt, das muss dann eben auch traumasensibel stattfinden, Ja, ne? und da kommt auch ganz viel Trauma hoch. Also das habe ich selber erfahren, auch gerade vor kurzem nochmal, dass Menschen so getriggert werden von einem alten Schulschmerz oder von verschiedenen Ängsten, dass sie zumachen. Genau. Okay. Ja, dann finde ich selber aus irgendwelchem Grund auch Englisch wunderschön. Dann ist es eine Weltsprache. Wir werden damit sowieso konfrontiert. Und da wir damit konfrontiert werden, kann man es ja auch genauso gut lernen. Genau, also für mich ist ein großer Anreiz, das klingt natürlich mal wieder sehr banal, Filme im Original schauen zu können, weil ich mich oft über die blöden Synchronisationsmethoden ärgere. Da sind oftmals Furchtbar. Die sind ja Stimmen nicht zu ertragen. Also ich brauche einen Film nicht zu sehen. Ich bin im Nebenraum und höre, ob der synchronisiert ist oder nicht. dann. Also diese affigen Stimmen, dieses schlechte Deutsch, also sonst, also es ist schrecklich. Ja, Ja, ja. das ist wirklich, das Ja, ist ja. schmerzhaft, genau. Und für mich ist auch ein großer Anreiz, ich interessiere mich ja nun mal für Trauma und da gibt es einfach sehr wertvolle Beiträge und Blogs und Gespräche, die dann eben Englisch oder in Amerikanisch sind, ne? Das ist Genau, ja. Und dann ist diese englische Musik überall und da ist was Geheimnisvolles. Also ich lerne leider keine Vokabeln über Lieder. Bei mir ist es das so, dass ich auch gar nicht die Texte wahrnehme. Also ich nehme den Rhythmus und die Melodie wahr und dann sind für mich die Wörter oder die Worte wie Perkussion. Mein Sohn dagegen und eine Schülerin von mir, die lernen super Texte über Geht Lieder. jetzt im Deutschen auch so? Also wenn du im Deutschen Liedtext liest, dann hast du auch die Gnade, die Worte auszublenden und dich nur der Musik zu überlassen. Keine Gnade. Ich finde es ganz schade, weil man dadurch nämlich ganz toll Wörter lernen könnte. Ich finde das tatsächlich eine Gnade, weil mir gefällt mitunter eine Melodie, aber wenn ich dann begreife, mit was für Worten die gefüllt ist, dann werde ich mir das nie wieder anhören, weil das so banal ist oder so dumm oder so schrecklich oder so was auch immer und nur die Melodie schön ist und dann geht es für mich nicht mehr. Und ich kann mich gut erinnern, als ich ganz jung war, als ich in der Schule anfing, Englisch zu lernen, habe ich gedacht, oh Gott, die armen Engländer, die müssen alles verstehen, was die in ihren Liedern hören. Oh Gott, die armen Leute. Ja, also wenn man sich das überlegt, wie zum Teil die Liedtexte sind, dann kriegt man das weglaufen. Aber ich kann das total Genau. ausblenden. Also auf Deutsch auch, ich kann das auch mit dem deutschen Schlager ausblenden. Ja, das ist das, was ich mit Gnade Das meine. ist also tatsächlich, ja, es ist dann für mich ein Perkussionsding. Ne? Meine Güte. Ja, aber ich hatte was ganz Tolles erlebt. Ich hatte eine Kundin, die sagte, sie war traumatisiert mit Englisch und dachte, sie kann gar nichts. Und sie hatte aber die Gabe, dass sie eigentlich Texte aufnehmen konnte über die Melodie. Und durch meinen Englischunterricht Okay. hat sie auf einmal gemerkt, oder habe ich gemerkt, dass sie einen riesen Schatz an Vokabeln hat. Und den konnte sie dann durch den Unterricht anzapfen. Also das ist jetzt mal noch mal ein bisschen Werbung. Das ist super spannend, weil oft mit Menschen mit einer Sprachbehinderung auch über Melodien gearbeitet wird. Und ganz viele Menschen, die stottern zum Beispiel, die haben überhaupt kein Problem, ein Lied flüssig abzusingen. Das klappt wie nichts, da wird nicht einmal geholpert. Also das ist wirklich magisch, was Ja, so ja. passiert. Ja, und ich finde auch, also alle denken, Englisch ist leicht. Hand, Hand, Bier. Beer. Ja, genau. Aber je mehr du lernst, Chips auch noch. Das ja, da haben wir schon gleich das Problem, denn Chips ist. beim britischen Englisch sind Pommes und im amerikanischen sind es die Kartoffelchips. Also das sind da gibt es Und auch keinen. Chips ist ja auch nicht richtig ein deutsches Wort, oder? Wie würden Chips eigentlich auf Deutsch heißen? Geröstete Kartoffelscheiben? Oder wie würde man Chips im ordentlichen Deutsch sagen? So wie in der ehemaligen DDR, da hieß der Weihnachtsmann nicht Weihnachtsmann, weil man ja eben areligiös war, da hieß das Jahresendzeitfigur, Jahreshohlraum-Endzeitfigur.
Oh, wirklich? Ja, wirklich. Und Kaffee war auch verpönt, weil Kaffee war irgendwie nicht kommunistisch, sondern sozialistisch. Da hieß es dann koffeinhaltiges Heißgetränk. Ah, Und genau. das müsste man dann zu Chips ja eigentlich auch sagen, ne? Ja, genau. Aber das ist auch eine Freude, die man so hat, wenn man Sprache lernt, dass man dann also diese Unterschiede auch so, ne? Also dass man einfach wacher auch wird dafür. Ja, total, total, Ja, genau. also ich finde auch, dass eben Englisch, also ich finde, Deutsch ist unglaublich schwierig am Anfang, weil man diese ganzen Konjugationen und Deklinationen hat und so weiter und so fort. Und die Geschlechter der Wörter, der, die, das und so. Und das ist wirklich eine große Hürde. Aber wenn man die erstmal genommen hat, wird Deutsch leichter. Aber Englisch wird schwerer. Hat einen riesen Wortschatz aus dem Lateinischen, aus dem Französischen und dem Griechischen. Die haben das auch, aber die haben noch viel mehr. Es ist eine Weltsprache. Sie hat aus jedem Land, oder jeder Kultur, die unterdrückt wurde von den Briten, auch ganz viel Sprache aufgenommen. Es ist eine sehr wortreiche Sprache. Es ist eine sehr idiomatische Sprache, das heißt also, das haben wir im Deutschen auch, aber im Englischen fällt es mir sehr auf. Also zum Beispiel to knock heißt klopfen, to knock up heißt jemanden entweder im britischen Englisch jemanden durch Anklopfen wecken und im amerikanischen Englisch jemanden schwängern. Und beim britischen knock up wecken durch klopfen, na gut, das kann man noch. Oder mal in älteren Formen, ich habe mal bei jemandem vorbeigeschaut. Das kann man sicher noch ableiten, aber jemanden schwängern, na gut, wenn man Vorstellungskraft hat, kann man sich das auch irgendwie ableiten. Naja, doch, 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 warte mal. Ähm, Achten wir du, erstmal nicht du drauf. kürbst neues Leben wach. So gesehen. Ja, ich hatte jetzt eher an die Techniken gedacht, aber macht ja nichts. Also egal. Auf jeden Fall wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Und Nee. da gibt es einfach so unglaublich viele Sachen. Und natürlich muss ich immer vorsichtig sein. Ich habe bei vielen Dingen gedacht, Deutsch ist in bestimmten Dingen einfacher und habe dann gemerkt, pff, wenn ich jetzt eigentlich jedes Mal, wenn ich Deutsch unterrichte, denke ich, meine Güte, ist das schwer, bin ich froh, dass ich das nicht lernen muss. Also ich muss immer sehr vorsichtig sein mit solchen Kommentaren, aber Fakt ist, dass Englisch sehr anspruchsvoll ist und dass oft sehr schlecht übersetzt wird und oft sehr viel missverstanden wird, weil die feinen Nuancen eben nicht verstanden werden. Und da braucht man schon einfach viel Geduld. Also, und das ist auch ein Problem, warum ich meine Sachen nicht gut verkaufen kann, glaube ich. Ich habe eine Hemmung, mich anzupreisen, so. Und ich kann nur sagen, bei mir dauert es sehr lange. Ich bin ein Genussmensch, ich schmeiß mich gerne rein in Dinge. Ich mache sie auch gerne stundenlang. Ich meine, wir haben jetzt schon lange geredet und ich kann also ganz schnell, gnadenlos 5 bis 8 Stunden unterrichten, ohne müde zu werden. Ich werde immer munterer dabei. Ja, also aber es dauert, ich finde, eine Sprache wirklich so richtig tief zu verinnerlichen, das braucht einfach Zeit und also Zeit und Hingabe. Ja, darauf wollte ich nämlich eingehen, weil du sagtest Geduld. Ja, Geduld kann sein, aber was ich viel wichtiger finde, ist eben diese Hingabe und auch die Liebe. Ich bin ja auch immer noch dabei, Deutsch zu lernen und das wird auch nie aufhören, weil da haben wir wieder die Koppelung von Form und Inhalt. Wenn ich meine Inhalte rüberbringen möchte, dann ist das ganz stark abhängig von der Form, die ich wähle, von den Worten, die ich benutze, von den Metaphern oder Analogien oder Bildern, die ich benutze. Das hilft sehr zu transportieren oder eben nicht anzukommen beim anderen. Und das will zeitlebens gelernt werden. Und ich glaube, da teilen wir eine Gemeinsamkeit. Ich liebe das auch sehr. Ich liebe Sprache einfach. Und wenn man das nicht hat, dann hört man irgendwann auf und dann hat man einen recht kleinen aktiven Wortschatz. Der passive ist vielleicht ein bisschen größer. Und das sind dann so Gespräche, wo eigentlich immer die gleichen Worthülsen hin und her fliegen. Und das atmet nicht mehr, das ist nicht mehr spannend, das ist nicht mehr lebendig, das ist sehr reduziert und sehr verarmend auch, finde ich. Also was ich an meinem System gut finde, um mal so ein bisschen eigene Werbung doch zu machen, ich glaube, wenn man sich 3 Monate mit meinem System verbindet, versteht man unglaublich viel über die Architektur von Englisch und kann dann in seinem Tempo gucken, wie viel möchte ich tatsächlich immer weiter lernen. Und für mich hört das Lernen nie auf. Und man hat Phasen, das geht mir im eigenen Leben auch so, wo ich mich mal wochenlang mit einem Thema intensiv Tag und Nacht beschäftige und dann mache ich es auch mal wieder monatelang nicht. Das, was ich dann aber mal wochenlang intensiv gemacht habe, ist nicht verloren.
Genau, natürlich. Da kann ich dann ganz schnell wieder Zugang bekommen. Und deswegen möchte ich eigentlich gerne so ein auf Dauer so ein 3-Monats-Programm haben, wo ich die Menschen einlade, mal sich so ganz intensiv mit diesen Strukturen zu beschäftigen. Und meine Überzeugung ist es, dass man es dann eben auf Deutsch und jede andere Sprache anwenden kann. Also mit Sicherheit auf jede indoeuropäische Sprache, aber wahrscheinlich auch auf andere. Man lernt sich selber als sprachlernenden Menschen kennen. Und man lernt Dinge über Sprache, über grundlegende Dinge, wie Sprache funktioniert, zu verstehen. Und ich habe ja, wie du weißt, einen Hund und interessiere mich sehr für Tierkommunikation. Ich interessiere mich sehr für energetische Kommunikation auch zwischen den Menschen. Und ich finde es eben sehr spannend, dass es ja bei gelungener Kommunikation darum geht, dass wir unser authentisches Sein und die Energie unserer Kommunikation mit den tatsächlichen Wörtern dann in Kontakt bringen und das rüber. Ja, dazu gehört ja auch unsere Mimik und die Gestik und die Energie im Raum und es sind ganz viele Sachen. Ich möchte doch noch einen kleinen Hinweis geben, und zwar dahingehend, dass nicht du dich anbietest. Du hast ja gesagt, du hast so Schwierigkeiten, dich anzubieten. So. Aber das tust du ja gar nicht, weil du bietest, was du anbietest, das bist ja nicht du, sondern du bietest an, Zugang zu einer Schönheit zu vermitteln und Zugang zu einer Fülle zu vermitteln, die man ohne deine Führung nicht, womöglich nicht erreichen würde. Das heißt, nicht du bist es, die sich anbietet, sondern du ermöglichst Zugänge. Genauso wie ich ja auch nicht mich anbiete, sondern ich biete eine Methode an, wie Menschen heilen können aus ihren traumatischen Schmerzen heraus. Das finde ich wirklich einen ganz wichtigen Unterschied. Denn wenn Stimmt. du das Gefühl haben müsstest, dass du dich anbietest, dann reduziert sich natürlich jeder runter auf seine kleine Bedürftigkeit, auf seine Armseligkeit, auf seine Imperfektheit und so weiter und so weiter. Aber wenn du dich wie eine Führerin, wie einen Guide siehst, der wie neue Welten erschließen hilft, dann Ja. in gewisser Weise entpersönlicht. Du bietest Das dich stimmt. nicht an. Also tatsächlich ist es ja auch freiwillig. Also was ich sehe mehrere Metaphern. Die eine Metapher, die mir gut gefällt, ist, dass ich mich als Reisebegleiterin sehe. Ja, das ist eine schöne Metapher, das Also finde ich. ich habe ein Terrain wirklich sehr durchforstet und durchschritten und durchwandert Genau. und kenne so auch die Tücken. Ich weiß, wie man sich anziehen muss. Ich weiß, welche Landkarte man Welche besorgt. Lumpen man meiden sollte. Ja, und weißt du, ich habe Genau. Landkarten erstellt. Und Ja. dann gehen die Leute und ich begleite sie ein Stück des Weges und danach gehen sie mit dem Equipment selbst und Super. haben dann ihre Abenteuer. Also diese Ganz Metapher genau. gefällt mir sehr gut. Sehr Und schön. das ist ja auch willkommen, denn wenn ich vor einem Urwald stehe und dann bietet mir jemand an, dass er mir zeigt, wie man damit zurechtkommt, bin ich Na, dankbar. wunderbar, ganz genau. Genau. Und natürlich kann man sich ins kalte Wasser stürzen oder in den Urwald und es alles selber lernen. Aber ja, ich hab über 40 Jahre eigene Lernerfahrung und ich habe über 20 Jahre Lehrerfahrung und habe selber auch Persönlichkeitsentwicklung gemacht und bin ja weiter dabei. Und das fließt alles mit ein. Und es stimmt schon, dass ich einfach bei bestimmten Situationen die Hand halten kann. Ja, ganz genau. Und ich wüsste wirklich nicht, warum ich mir freiwillig an dornigen Büschen die Haut aufreißen sollte, wenn ich deine Wegweisung befolgen kann, sodass ich ohne blaue Flecken, ohne blutige Nase und ohne aufgerissene Haut davon kommen kann. Ja, Das also würde mitunter holt man ich sich die sagen. trotzdem. Ich glaube nicht, dass wir ein leidfreies Leben haben können, aber ich glaube, dass es einfach schön ist, in Gemeinschaft sich gegenseitig bei Dingen zu helfen. Und dann haben wir trotzdem noch selber den Weg und die Anstrengung. Aber es ist was anderes, ob jemand da auch schon mal gegangen ist und sagen kann, ja, und bestimmte Hilfen kann man nehmen. Also wir beide können jetzt ein Auto benutzen, das haben wir nicht erfunden. Das hat jemand für uns erfunden. Und ob es nun gut oder schlecht ist, es hat auf jeden Fall schon Mühe gespart. Ja, Und, genau. ne, also so, also es gibt einfach, man kann manchmal Hilfe annehmen, das heißt nicht, dass deswegen das Leben sorgenfrei wird, aber man kann bei bestimmten Dingen dann was schneller machen. Ja, Und genau. Schön. ja, und dann die andere, manchmal sehe ich mich auch beinahe wie eine Art Geburtshelferin, weil man wenn man so was neu, ganz neu lernt, und die Art von Lernen, die ich meine, ist einfach so, dass es wie Prozessarbeit ist. Deswegen würde ich es auch nicht jedem anbieten. Also natürlich kann ich jedem, der will, das TH beibringen und da müssen wir gar nicht philosophisch werden. Oder ich kann jedem, der möchte, sehr schnell den Unterschied zwischen einem Relativsatz und einem Dassatz, die ja beide mit Dat anfangen, erklären.
also die bestimmte Sorte von das Relativsätzen. Aber bei mir, also das macht mir auch Spaß, aber bei mir geht Sprache eben viel, viel weiter. Ne? Ja. Also für mich ist Sprache, das ist ja ein Teil vom Leben, der nicht wegzudenken ist einfach. Und ich habe das Gefühl, dass es jeder braucht. Also jeder, der wählen möchte, jeder, der in Beziehungen gehen möchte, der braucht eigentlich, ja, eigentlich denke ich, dass so Traumaheilung und Sprachwahrnehmung, also was Sprache ist, gehört aus Ängste zusammen und nicht umsonst. Muss jeder machen. Ja, genau. Und nicht umsonst habe ich ja auch mir sehr viel Mühe gegeben, diese traumasensible Kommunikation auszubauen, weil natürlich Sprache das Bindeglied zwischen Menschen ist. Also wir kommen nicht umhin, sie zu benutzen. Und dann ist es gut, dass wir sie in einer Weise zu benutzen lernen, die erweiternd ist und nicht einengt und nicht verletzend. Ja, und ich glaube, gerade da auf dem Gebiet ist zum Beispiel diese Art von Grammatikunterricht, die ich mache, sehr gut, weil man da verschieden versteht, was verschiedene Grammatikkonstruktionen für Gedanken, Wahrnehmungen Ja, und genau. Gefühle auslösen können. Ja, das sehe ich auch Und so. es steckt, alle denken immer, die Bedeutung steckt im Wort, aber sie steckt eben genauso viel in der Grammatik. Oh ja. Das ist ganz spannend und da gibt es auch für mich noch viel zu entdecken. Es bleibt eine spannende Reise, die ich liebe. Ja, schön. Ja, und ich finde es eben, es ist ganz lang geworden, aber ich finde das so sehr komplex und ich finde es ganz schwierig. So, ich mache es anders als andere, aber das kann man nicht so mal eben kurz so erzählen. Ne? Außerdem sind lange Gespräche sehr schön, weil es ja die wundervolle Einrichtung der Pausentaste gibt. Und dann kann Das man stimmt, ja. zwischendurch spazieren gehen und dann hört man weiter und freut sich ja dann eigentlich darauf. Also mir geht es immer so, wenn ich die Pausentaste setze und dann gucke ich auf der Zeitleiste, oh wie schön, das geht noch 40 Minuten weiter. Ach, ist das toll. Also ich freue mich dann auch immer drauf. Ja. Ja, also ich höre das auch sehr gerne beim Kochen. Mein Mann hat mir solche Kopfhörer, die ja wahrscheinlich nicht so gesund sind, aber sehr praktisch, solche Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling geschenkt. Und dann höre ich die beim Kochen. Ich koche ja sehr gerne viel und schnippel viel Gemüse und es dauert ja immer. Und das Abwaschen gerade, was ich nicht so gerne mache, aber was ja eben dazugehört, dann höre ich gerne Vorträge und dann freue ich mich auch immer, wenn die lang sind. Ja, genau. Ja, schön. Ja, ich danke dir für dein Gespräch und dein Interesse an meiner Arbeit. Ja, und ich danke dir, dass du das so schön und umfänglich und aussagekräftig erklärt hast und vorgestellt hast. Ja, dann bin ich mal gespannt, was du vom Klangalphabet hältst. Ja, ich bin auch gespannt und freue mich. Tschüss. Tschüss.